Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier begrüßen hier zu einer neuen Folge hier Wohnunternehmen Hallermann. Nostalgieprojekt natürlich, wie ihr ja wisst und ja gelesen habt. Ja, also ich bin hier noch auf Feld Nummer 2 hier am Weg. Mal schauen hier, wie viel wir jetzt dann hier schon mal abgeerntet haben. Ich schätze mal, wir werden hier bei 60% schon sein jetzt dann. Ah, 62%, ja, hat er gesagt. Also, hat er mir rüber, also gesimst, oder wie man so sagt. Ja, also ich bin schon mal froh, wird sicherlich eine schöne Kohle geben. Das eine Feld wird noch hier eingesät. Ich will dann hier noch einen Drescher besorgen. Einen Hänger habe ich ja, muss ich aber noch also dann leer machen. Dann könnte ich ja also ein zweiten Auftrag schon mal anfangen, den dreschen lassen und abfahren lassen. Ich habe ja noch ein eigenes Feld fertig zu machen, aber den Drescher möchte ich nur für also Eigenbedarf nutzen und nicht jetzt den hier für Lohnunternehmen. Da möchte ich einen Selbstfahrer natürlich haben. Ja, jetzt mal selber fahren, wieder mal von Innenansicht her aus, ist auch mal ganz cool. Besonders weil wir halt so coole Oldtimer, was uns natürlich hier von Modding-Szene natürlich, die was hier die Sachen öffentlich zum Download anbieten, finde ich ja super toll. Müsste mehr natürlich geben, solche Sachen. Und da finde ich also toll, das Ganze natürlich. Ja, oh, da habe ich was stehen lassen. Mal schauen, ob es das ein bisschen ausmacht. Ach, müssen wir mal schauen natürlich. So. Und wir müssen dann ab und zu mal hier uns einen Kollegen hier mal kontrollieren, was das Feld Nummer, ich glaube 42 oder was ist, ja, einsehen tut. Das ist schon mal sehr wichtig, finde ich. Tja, ist mal was anderes, würde ich mal sagen. Wir sind ja auch gleich mal voll. Wir haben jetzt fast 90% hier in unserem Korntank drin. Ja, ist auch eine gute Sache, wenn man hier einen super Drescher natürlich hat, einen alten, aber doch leistungsstark, und finde ich immer sehr praktisch hier. So her. War zwar ein kleines Schneidwerk, aber es sieht doch hammermäßig cool aus hier mit dem Verschleiß. Darf ich den nie richten lassen, dass das geil alt ausschaut. Ich bin mal gespannt hier, was mein Helfer natürlich dann sagt, der Abfahrer. Wenn er hier wieder antrabt. So, mal vor. Bin gleich mal voll. Ja. Und wir fahren mal das Roller aus und schauen wir mal nach außen optisch, wo der jetzt hier rumgegangen ist. Er steht hier oben. Ah ja, er hat die Plane, ich habe es gerade gesehen, aufgemacht, vermute ich mal, und setzt jetzt in Bewegung. Ja, es funktioniert. Jetzt schafft das mal ohne, also dass ich ihn extra mal ansimse, zu erscheinen, aber er fährt schon wieder durchs Feld. Naja. Manche lernen es nie. Jetzt machen wir einen Schluck. Ja. Zum Wohle. Alpenquell. Ha. So. Hockt ihr ja irgendwie auf Bauart bedingt, hockt ihr irgendwie so komisch, hoffe ich kriege den Puppen.
Die Viecher, die finden immer was, kommt mir vor. So, dann lass uns durchstarten. Anzeige, die geht auch hier langsam runter, würde ich mal sagen. Mein Komfort wird schon langsamer irgendwie. Ich glaube, ungefähr bei den 2% mache ich mit jeder Hängerfuhr, glaube ich, weg. Gehe ich mal davon aus. So, und reinstechen, würde ich sagen. Oh, man merkt schon wirklich langsam aber sicher hier, dass der Abend also näher rückt. Die Schatten kommen so richtig. Jetzt haben wir hier schon 19:30 Uhr. Wahnsinn. Also muss ich wirklich sagen, das macht mal richtig mal Laune, mal zu dreschen. Auch mal hier von der Innenansicht heraus. So her, man. So der Spiegel, so her. Da passt mir eigentlich der Spiegel hier eher besser natürlich. So her. Sieht zwar nicht wirklich eigentlich viel, weil man den Winkel nicht so gut einstellen kann, aber ein bisschen was sieht man ja. Schauen wir mal, wie lange wir machen, bis in die Nacht hinein oder so. Oder ob wir dann so machen, jetzt da hier ein Spiel. Ja, dann sind wir immer müde, müssen wir schlafen.
Habe ich noch nie gemacht. Da hinten steht hier unser Abfahrer. Aber man sieht hier, der Tank, der geht doch langsam, was ich hier geht, da runter. Ist aber immer noch das erste Feld. Ein Tank, also hier verpulvert. Da muss ich mal Gedanken machen, ob man hier einen zweiten Hänger noch dran hängt. Also unter den anderen. Oder ob hier ein Hänger reicht, natürlich. Okay. 92% haben wir. Noch ein bisschen vor, wir machen den immer mal ganz voll, den Drescher, da lohnt sich's auch. So, setzen wir mal ein bisschen zurück natürlich hier. So, klappt unser Rohr mal aus. Schauen wir mal, wo unser Kollege ist. Der steht jetzt noch drüben. Den Himmel jetzt gesehen auf einmal. Ach, Wahnsinn. Machen wir doch hier wieder den Ofen. Na, was ist los? Warte nicht. Weil das ist der, das ist schon hier unser Kollege. Margaret am Arm. Muss ich glatt mal rüberlaufen. Wer setzt jetzt in Bewegung, wenn ich jetzt darüber laufe? Los. Hallo, du da. Was ist denn los mit dir? Schalten wir mal ein. Wer fährt jetzt hier zum Händler hin und nicht zu meinem Drescher? Den einen habe ich jetzt mal entlassen hier. Da laufen wir mal rüber, mal schauen, ob ich früher drüben bin als wie der. Oder er fährt wirklich zum Händler und fährt hier den halben Hänger ab. Die sind ja alle ein bisschen hier, ein bisschen baller, 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 Ballermann.
Aber ich vermute mal, der fährt woanders hin als wie zu mir. Weil wieso fährt er so lang? Ach, er kommt. Ey, der kommt da. Kommt der jetzt wirklich zu mir oder fährt er jetzt anders da? Nein, oder? Oder doch? Ja, er fährt mit einem halben Hänger weg. Katastrophe. Einmal mit Profis arbeiten. Schon mal gesagt, oder? Naja, ich hoffe, wir sehen uns natürlich bei der nächsten Folge, wenn es heißt hier, also Strategieprojekt 0 und Unternehmen Ballermann. Ich hoffe, ihr seid natürlich wieder mit am Start. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao. Mal sowas, aber.